Hallöchen Leute, willkommen bei Bandido und einem bisschen spezielleren Video, denn ich möchte euch heute einmal rumführen durch unser Büro, unsere Spielzeuge zeigen, also einfach eine kleine Roomtour und wie wir unsere Videos machen, ja, wie das eigentlich alles funktioniert. So, wir gehen ja hier mal direkt ins Büro rein. Okay, so, ich drehe mal die Kamera, damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt, ne? Okay, Freunde, los geht's. Das hier ist unser Büro. Hier werden unsere Bandido-Videos erstellt. Hier sind überall Schreibtische, hier sitzen ganz viele nette Menschen, die mit an Bandido arbeiten. Hier noch mehr. Das da übrigens ist mein Platz, der hier. Den werde ich euch gleich noch genauer zeigen. So, jetzt aber erstmal würde ich sagen, interessant ist natürlich hier unsere Spielzeugecke. Schaut mal. Hier, eines unserer Lieblingsstücke, unser Mechanoid, der kleine Roboter. Haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Hier mit Bandido-Gaming-Mütze, mit Bandido-Mütze. Okay, will ich euch erstmal ein bisschen unser Spielzeugregal zeigen, oder? Hier oben haben wir die Kita. Obwohl, ich bin hier ehrlich gesagt auf der falschen Seite. Ich drehe mal rum. So, hier haben wir die Kita Sonnenschein, jawohl. Unsere Feuerwehrstation. Die neue Polizeistation. Hier haben wir Feuerwehrspielzeuge. Und den SEK-Truck, den ich sehr gern benutze. Und noch mehr Polizei und Feuerwehrmann Sam haben wir hier. Also das ganze Regal ist vollgestellt mit Spielzeug. Hier drüben ist so eine kleine Kramecke, ein bisschen Einzelteile und sowas. Hier ist die Schule, wie ihr seht. Und hier geht es dann weiter. Einmal rum in den Gang. So, hier ist das Schwimmbad, beziehungsweise ein Teil davon. Hier unten ist ein wenig Super 4 vertreten. Hier sind die Playmobil Agents. Und hier schaut man, das ist unsere riesen Figurensammlung. So viele. Ich sag euch Leute, wenn da einer umkippt, ne, dann kippen alle um. Hier oben haben wir noch die Luxusvilla und unser Space Shuttle. Und hier unten ist unser kleiner Feuerwehrmann Sam Bereich. Also ihr seht, es gibt viel Spielzeug bei uns im Büro. Auch hier drüben haben wir, ich nehme euch mal mit, hier drüben haben wir auch noch ein wenig. Hier ist zum Beispiel das Krankenhaus. Ein paar Bücher, ein paar coole, ein paar davon haben wir ja schon vorgestellt. Hier zum Beispiel Tom Gates, wenn man das gerade sieht. So, das sind also schon mal unsere Räumlichkeiten und unser Spielzeugbereich. So, und jetzt möchte ich euch mal zeigen, das hat ja viele von euch interessiert, wie wir denn unsere Videos erstellen. Darum nehme ich euch jetzt mal mit in unser kleines Drehabteil. Okay, ich bin drin. So sieht das aus. Hier ist so ein schwarzer Vorhang, damit das alles ein bisschen verdeckt ist. Und hier jetzt, Freunde, hier drehen wir unsere Videos. Ich drehe das mal. So. Also, wir haben hier unsere Lichter, damit alles schön erhellt ist. Und das hier ist unser Greenscreen. Sieht man hier, das ist einfach so ein Stoff, so ein grüner. Hier noch so eine grüne Platte. Das ist unsere Kamera dazu. Und genau hier drehen wir also unsere Videos. Seht ihr? Hier sitzen schon die Sam-Figuren für die nächste Sam-Story. Die wird auch bald kommen. So, hier wird dann also gedreht. Und zwar alles vor einem grünen, vor diesem grünen Vorhang. Hier wird dann eben gedreht und gespielt und später dann zusammengeschnitten. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Nachdem wir also hier fertig sind mit dem Drehprozess, geht es so rüber an meinen Arbeitsplatz. Sekunde. So, das hier ist also mein, mein Reich. Das hier ist mein Abteil, mein Arbeitsplatz mit meinem Rechner. Und hier passiert im Prinzip die Magie, kann man so sagen. Ich will euch das mal kurz zeigen. So, hier passiert die Magie. Das hier ist mein Rechner. Und hier laden wir jetzt also die Videos, die wir da vorne gedreht haben am Greenscreen, die laden wir hier auf den Rechner. Und ihr seht, das ist jetzt hier alles grün. Und das hat auch seine Richtigkeit, denn das Grüne können wir quasi rausnehmen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Klickt ihr einfach auf den Clip. Und mache jetzt das Grüne weg. Zack. Und wenn ich jetzt ein Bild dahinter lege, zack, auf einmal stehen die Figuren in einem Wartezimmer oder Krankenhaus. So funktioniert das. So machen wir hier die ganzen Hintergrundbilder. Hier an meinem Rechner, am Rechner werden dann auch die ganzen Sounds gemacht. Ich synchronisiere das und wir schneiden das eben hier zusammen zu diesen Filmen, die ihr jeden Tag sehen könnt. Und ja, ansonsten, das war's eigentlich, würde ich sagen. Ihr kennt jetzt unser Spielzeug, ihr kennt unser Büro und ansonsten, falls ihr noch irgendwie mehr sehen möchtet, falls euch noch mehr interessiert,
dann sagt's mir gerne in den Kommentaren. Das war auf jeden Fall erstmal unsere klitzekleine Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Blick hinter die Kulissen. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir sehen uns hoffentlich wieder in einem anderen Pandido-Video. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde, und ciao.